Let's go again! Und hier sind wir zurück bei Superstar Saga. Oh, oh Kacke, oh Kacke. What? Ach du Scheiße. Ja, Platzsprüder, machen wir das mal. So, und BÄM! Weg damit! Oh, Scheiße. Die machen ja extrem viel Schaden, ne, muss ich sagen. Aber wenn man das aus dem ausweichen kann, dann machen die einen nicht mehr so viel, ne? Wir jetzt hier? Oh, Mario Schlagattacke. Boing. Bam. Und vor allem durch den goldenen Hammer müsste er ja richtig viel Schaden machen. Naja, geht. Geht. Es hält sich in Grenzen. Das ist so überkrass, aber naja. Bam. Hey. Au. So, und jetzt kommen wir die nochmal. Boing. Bam. Okay, der will wohl einfach nicht krepieren. Der versteht die Signale nicht. Oh mein Gott. Kein Wunder, dass der Grün. Was drücke ich denn hier für Knöpfe, Alter? Luigi, zeig ihm, was eine Hake ist. Oder nicht. Sturmbrüder. Naja. Ach so? Ja, nee, ist klar. Das war ja nur mal der totale Shit. Das war total scheiße von mir, Mann. Was zur Hölle? Oh, Kacke. Das muss ich so machen, weil wir sonst Riesenprobleme kriegen, weil die ganze Zeit sich heilen. Diese Kackvögel. Oder Paracoopers. Ja. Was? Komm, Alter. Das ist doch lächerlich. Vor! Wie ist nicht kaputt? Ja, natürlich darf jetzt nochmal dran. Was geht denn bei dem, Alter? Ja, dann greife ich mir den Urmenschen an. So. What? Wieso ist er nicht? Wieso brennt er nicht? Hallo? Are you kidding us? Oh, what the fuck? Wie nur ein? Ja, natürlich! Ja! Fick die Wand, du Arsch, Alter! Nee, das wollte ich zwar nicht, aber okay. Ist ja nicht dadurch, ist ja nicht so, dass wir dadurch verlieren. Nein, bloß nicht. Theoretisch könnte man da noch reparieren. Scheiße, ist zu früh gesprungen. Fickt euch doch alle! Theoretisch könnte man ja. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Danke! Danke an Ultrapara. Dummes Stück Bullenmist, Alter. So. Ich frag mich jetzt, warum der nicht brennt. Wieso brennt der denn nicht? Die habe ich doch, ich hab ihn doch angebrannt, Alter. He's kidding me. Totally. Big. Gut, das war nicht so effektiv, wie ich es mir oft hatte. So, jetzt aber. Opfer. Ist schon scheiße, wenn man nur ein Toupet trägt, ne? Ja, das war sehr diskret. Muss ich zugeben. Hat auch mega viel abgezogen. Und er brennt er auch nicht. Das ist ja. Alter, hast du feuerfeste Haare oder was geht bei dir ab? Bam! Alter, warum willst du nicht brennen? Bist du Penner, Alter? Bist du Penner, Alter? Ja. So, scheiß Arsch, ey. Oh, Mario, Level 25.
Ja, was geht? Bitches. So, vorher können wir uns noch schnell heilen. Ich hab ja die Pilze. So. Sind wir wieder hier? So. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da jetzt wieder hoch? Zu dieser Plattform ist die Frage jetzt, ne? Ja, so definitiv nicht. Wofür ist das Wasser denn da? Das verstehe ich nicht. Ist mir jetzt ein Rätsel. Oh. Muss ich mir hier jetzt gelandet? Ich kann mir aber keinen Weg merken, ne? Das ist schlimm, ey. Immer mein dummes Alzheimer. Das ist ja. Oh Gott, ey. So. Hier habe ich alles weggemacht. Weit waren wir auch schon. Ach, die andere Seite nehmen müssen. Kacke. Wieder back. Back, 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 back. Schnell, schnell, schnell. So. Jetzt müssen wir hier runter, oder was? So. Ja, anscheinend nicht. Hm. Ich denke mal da lang, ne? Irgendwann war ich an einem Gang, der mich da reingelassen hat. Ach ne, sind wir hier. Bringt mir jetzt dieser Wirbelwind da? Ach, warte mal. Ist dafür vielleicht das Wasser da? Ganz kurz checken. Das wäre jetzt natürlich total ulkig, ne? Wenn ich das Wasser da irgendwie reinspucken müsste. Das wäre jetzt irgendwie der Super-GAU, weil... Aber es ergibt Sinn, ne? Wofür sonst ist der Wasserträger da? Er gibt auf jeden Fall Sinn. Aha! So läuft das hier. Achso, scheiße. So. Cool. Selbst herausgefunden. Haha. Ab dieser Eiskastel ist es nämlich total blind. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. Aha. 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 Wofür ist denn diese Kiste? Ich meine, wir müssen hier bestimmt so... Oh, müssen. Müssen wir bestimmt so... Oder müssen wir darüber? Aber wofür ist jetzt die Kiste? Ne? Wofür ist die Kiste? Das verstehe ich nicht. Ich will gerne wissen, wofür die Kiste ist, alle. Ohne Scheiß jetzt mal. Diese Kiste. Ach, ich weiß. Glaube ich nicht. Ach, Kacke, das hält man ja gar nicht so, ne? So funktioniert das, aber was soll ich mit der Truhe denn machen? Mit der Kiste meine ich natürlich. Und jetzt habe ich das so. Springen kann ich nicht. Was auf sich, ey.
was bei ihm guten Willen weiß ich nicht, keine Ahnung, was will ich hier? Was will ich, was habe ich, was kann ich mit der Kiste anstellen? Klar ist, ich muss so lang. Soweit ist klar, ne? Weil das ja ein Dings ist, ein Block, kann ich da ja nichts mehr anfangen. Also falsch bin ich schon mal nicht. Mit dem Laufen. Das kann ja sowieso nicht falsch sein. Das muss ja richtig sein quasi. Ich bin zu langsam dafür. Nee, das schaffe ich gar nicht. Wie soll ich das denn bitte schaffen? Könnte knapp werden. Nö, das wird nichts. Nee, da, die gehen zu schnell weg. Was soll das denn werden, Alter? Das schafft man ja irgendwie gar nicht. Oder? Schafft man das? Der Weg ist einfach zu lang, das schafft man gar nicht. Aber die Tonne, die kann ich ja auch nicht, ne? Okay, falschen Knopf gedrückt, verdammt. Ich wollte mit Mario drauf springen. Oh. Ich kann mir am besten nicht vorstellen, was ich da machen soll. Aber da geht's nicht. So runter kommen wir zwar wieder, aber es bringt mir auch nichts. Gelben kann man zwar hochschießen, das weiß ich auch noch, aber ich komme so schnell, komme ich da ja gar nicht hin. Vielleicht rettet mir das ein bisschen Zeit. Oh, nee. Die Lenkung ist schlecht. Das schaffe ich gar nicht. Gut, wir sehen uns im nächsten Part von Mario und Luigi. Ich hoffe, ich weiß, wie es dann weitergeht. Auch wenn es jetzt keine Füße, aber ich habe keinen Bock, hier jetzt weiter rumzurätseln. Erstmal. Das ist mir irgendwie zu dumm. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao.